Der Battlefield 6 Trailer könnte bereits am morgigen Donnerstag erscheinen und wenn Electronic Arts sich treu bleibt, ist das sogar sehr wahrscheinlich. Was dafür spricht, dass der Trailer kommen wird und was eventuell dagegen spricht, erfährst natürlich wie immer in den Gaming News bei deinem Swishy. Lass jetzt erstelle ein Abo da, um keine Gaming News, Tests zu aktuellen Spielen und vieles weiteres mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Gerne auch mal an der Stelle bei Instagram unter SwishyOfficial vorbeischauen, dort poste ich immer kurze Gaming News, aber auch Infos zu PlayStation 5 Verfügbarkeiten. Also auch gerne dort mal folgen. Wie komme ich denn nun darauf, dass der Battlefield 6 Trailer am morgigen Donnerstag erscheint? Die erste Meldung, dass man Battlefield vorstellen wird und das vor allen Dingen sehr bald, war am letzten Donnerstag, den 22.04.21. Guckt man sich die Battlefield-Historie an und vergleicht das Ganze mal mit den anderen Battlefield-Teilen und verfolgt das Ganze zurück bis Bad Company 2, fällt eines sofort auf. Nach dem ersten offiziellen Schreiben von EA, was Battlefield 6 ankündigt, wurde eine Woche später immer der Trailer released. Das war nicht nur bei Battlefield 6 so, sondern es war in allen Teilen bisher so. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch für Battlefield 6 dann morgen überraschenderweise den Trailer bereits geben könnte. Fakt ist aber, dass der Monat Mai, sprich nächsten Monat, immer der Zeitpunkt für Battlefield-Trailer war und nicht eben April. Was aber definitiv sehr wahrscheinlich ist, dass wir uns grundsätzlich auf jeden Fall noch in dieser Woche auf neue Battlefield 6 News einstellen können. Laut übereinstimmenden Medienberichten und Leaks soll auf jeden Fall was passieren, entweder eben Donnerstag oder Freitag. Es muss nicht unbedingt ein Trailer sein, aber es können natürlich auch neue Informationen zu Battlefield 6 generell sein. Eine andere Möglichkeit ist eben, dass diese Woche noch der Release des Trailers angekündigt wird und dann wieder im Mai erscheint, zum typischen Battlefield-Monat nennen wir ihn mal. Meine persönliche Einschätzung zu dem Thema ist bisher ganz klar, dass etwas passieren wird. Ich will mich definitiv nicht ganz klar festlegen, dass morgen der Trailer dann wirklich kommt, allerdings deutet vieles darauf hin. Alle Battlefield-Trailer und Teaser sind in der Vergangenheit so abgelaufen und warum sollte es diesmal anders sein? Natürlich ist aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie alles ein wenig anders und kann natürlich auch deshalb anders ablaufen. Ich denke aber doch, dass vieles darauf hindeutet. Grundsätzlich kann man nur zum Stand von Battlefield so viel sagen, laut EA selbst ist Battlefield 6 bereits fertiggestellt und das völlig fertig. Und braucht am Ende des Tages nur noch den spielerischen Feinschliff, weshalb wohl vermehrt aktuell Spielertests durchgeführt werden und man wird sich eben auf eine Alpha- oder Beta-Version von Battlefield 6 bald einstellen können. Inwieweit das dann zum Beispiel ein offener Beta-Test wird oder eben eine Closed Beta, wo man nur mit Einladung teilnehmen kann, ist natürlich noch fragwürdig. Ich denke aber auf jeden Fall, dass so kurz Release, wenn es bereits im September oder Oktober rauskommen soll, dass dann eben die Beta-Tests bald auch stattfinden müssen. Ich werde mich natürlich auch um Beta-Invite kümmern und natürlich euch mit den neuesten Battlefield-Informationen sowieso versorgen. Das kennt ihr bereits von mir und das will ich natürlich auch bei Battlefield 6 weiterhin tun. Sobald es etwas Neues gibt und auch den Trailer, wenn es da etwas Neues gibt, werden wir auf jeden Fall einen Livestream machen mit den neuesten Informationen, vor allem mit einer Reaction auf den Trailer. Also gerne ein Abo dalassen, die Glocke aktivieren und dann wirklich keine Battlefield News und generell Gaming News mehr zu verpassen. An der Stelle viel Spaß beim Zocken, wünscht dir dein Swishy.